Lieben und herzlich willkommen zu den News für den Oktober. Das ist ja mein gesprochener Newsletter rund um alles von Stamping Up und auch von mir. Ich bin Gudrun von Stempelfe. Ja, und wir fangen an mit meinem neuen Gastgeberin-Code. Das ist der für den November. Wenn ihr im Onlineshop immer mich bestellen würdet, würde mich natürlich sehr freuen. Dann dürft ihr gerne den Gastgeberin-Code anwenden. Und oder ihr könnt an meiner Sammelbestellung teilnehmen, die ich jeden Dienstag anbiete. Dann könnt ihr mir bis 18 Uhr eure Wünsche schicken. Gut, dann geht's mal weiter mit meiner WhatsApp-Party. So, die ist diesmal am 23.11. Und da kannst du dich gerne noch zu anmelden, dass jeder herzlich willkommen, der selber keine Demo ist. Und ich bastel immer zwei Projekte und jeder kann das in seinem Tempo und jeden und zu dem Termin nachbasteln, wann es ihm passt. Auch wenn du an dem Abend keine Zeit hast, ist das gar kein Problem, die Videos bleiben in der Gruppe und du kannst sie nachbasteln. Okay, dann gibt es natürlich jetzt im November die neuen exklusiven Online-Produkte. Ich habe zusammen mit der lieben Yvonne von das Kreative Yps eine Datei erstellt. Die habe ich auch auf meiner Homepage bereits veröffentlicht. Da könnt ihr euch die komplett runterladen. Ich blätter mal eben kurz einmal mit euch durch. Also ab 5.11. könnt ihr daraus bestellen. Und dann seht ihr hier, das sind diese schönen Produkte mit den Herzen und mit den Ottern und seht ihr das Designerpapier da oben, das ist auch wunderschön. Also gibt es jede Menge schöne Projekte. Also die komplette Datei könnt ihr bei mir auf der Homepage direkt runterladen unter www.stempelfe.com. Dann, da findet ihr sie direkt. So, eine Seite glaube ich noch und dann sind wir durch. So, jetzt kommt noch ein Teil und zwar 12 Wochen Weihnachten. Das läuft ja schon seit 3. Oktober. Jede Woche Donnerstags kommt ein Video. Und in der nächsten Woche bin ich wieder dran mit einem Video, mit einem weihnachtlichen Projekt. Schaut vorbei jetzt nächsten Donnerstag um 19 Uhr. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr uns noch einen Kommentar da lasst und einen Daumen hoch. Und dann geht's weiter. Was habe ich noch auf dem Schirm hier? Es gibt auch im November wieder zwei neue Kreativsets. Ich denke, dass die erst am 5.11. kommen werden. Ich konnte jetzt heute zumindest noch nichts im Online-Shop finden. Da schaut gerne mal rein dann am 5. Und die Online-Exklusivprodukte kommen ja auch erst am 5.11. in den Online-Shop. Ja, dann was habe ich noch hier stehen? Wir Demos dürfen uns bereits am 6.11. für Onstage anmelden, also nächste Woche Mittwoch. Und da freue ich mich auch schon riesig drauf. MS können wir dann nach Straßburg fahren zu Onstage. Das war eine große Veranstaltung. Ja, da freue ich mich schon riesig drauf. Ein Teil von meinem Team kommt auch mit, das freut mich besonders. Und dann können wir Demos schon ab 13.11. den neuen Mini-Katalog Januar bis April, glaube ich, dann sehen. Und können schon unser PDF runterladen und reinschauen. Das ist der Vorteil, wenn man Demo ist, dann kann man das bereits schon vorher sehen. Und wir können auch bereits unsere Vororder am 19.11. dann tätigen. Da zeige ich euch auf jeden Fall dann auch meine Vororder. Könnt ihr schon mal ein bisschen reinschnuppern in den neuen Mini-Katalog und auch in die Celebration. Die gibt es dann ja auch ab Januar wieder. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich gucke nochmal eben durch meinen Zettel. Ja, November ist sonst nicht so viel. Und dann wünsche ich euch einen schönen Monat und macht's gut. Tschüss!